Herzlich willkommen hier beim Minimus Tutorial. Ihr seht schon, worum es diesmal geht, mal wieder um Windows 8. Letztes Mal, das hatte ich ein Video rausgebracht vor keine Ahnung wie viel, das letztes Jahr, ich glaube im Sommer letztes Jahres, hatte ich ein Video rausgebracht, wo ich Windows 8 in der Developer Preview gezeigt habe. Nun ist es soweit, dass wir Windows 8 in der Consumer Preview haben. Das heißt, wir haben sie für Benutzer. Die Developer Preview war eigentlich nur für Developer, also Programmierer für Windows gedacht, um zu gucken, ob ihre Programme schon auf Windows 8 laufen. Nun haben wir eine Preview, also eine, ja, wie soll man sagen, eine erste Anschauung von Windows 8 für Benutzer. Das heißt, es wird so kommen, wie es aussieht. Ein paar Sachen haben sich verändert, ein paar Sachen sind besser geworden und ein paar Sachen sind auch, sagen wir mal, zu der Developer Preview etwas schlechter geworden. Zum einen haben wir natürlich wieder die Metro-Oberfläche und die alle Meckerer, die jetzt sagen, Windows 8 ist Kacke. Das würde ich erst sagen, wenn ich Windows 8 wirklich getestet habe und Windows 8 mal für 2 Wochen dauernd ausprobiert habe und damit gearbeitet habe, denn ich habe festgestellt, es lässt sich genauso schnell erstens arbeiten und es sind ja einige Sachen weg. Erstens fährt Windows 8 viel schneller hoch als Windows 7 und zweitens, es ist viel ansprechender gestaltet. Natürlich, es ist eine kleine Gewohnheit, wenn wir als erstes nicht auf den Desktop kommen, sondern in dieses komische Metro-Design-Flächenzeug. Aber das ist gar kein Problem, denn wir kommen direkt nach dem Start, können wir sagen Desktop und wir sind in unserem Desktop drin. Und das macht so gut wie mir nichts aus, fand ich jetzt. Das, was sich gegenüber der Developer-Preview verschlechtert hat, das finde ich, ist der Startbutton hier unten. Der war bei der Developer Preview noch da. Da konnten wir drauf drücken und dann konnten wir zum Metro Design wechseln. Nun müssen wir ganz nach links unten und dann bekommen wir dieses Fenster und können drauf drücken. Ich weiß nicht, warum Microsoft das so gelöst hat. Ich fand den Button eigentlich besser, aber man hatte was Festes in der Hand oder was Festes zum Draufdrücken und hat dann nicht immer wirllos in der Ecke gesucht. Und das Zweite möchte ich sagen als erstes vorab, es soll nicht Windows 7 komplett ablösen. Es soll ein neues Betriebssystem werden, für Tablets. Es läuft auch auf dem PC, aber es ist im ersten Rang für Tablets programmiert. Und ich denke, für Tablets wird es der erstknalligste Knaller überhaupt. Ich glaube, dass Windows 8 Tablets direkt nach iPads kommen im Marktanteil. Wenn sie erstmal so ein Jahr oder so einem halben Jahr draußen sind, dann werden sie dahin springen, weil wir haben beim Windows 8 Tablet haben wir genau das, was wir jetzt hier sehen, auf dem PC. Das heißt, wir haben hier, ja, wir können den Desktop voll nutzen. Das heißt, wir haben ein komplett voll funktionsfähiges Windows. Und das finde ich ist schon mal genial. Das heißt, wir haben hier zwei Apps, so Metro-Apps, die können wir ausführen, aber wir können auch in den Desktop gehen. Auf dem Tablet. Natürlich gab es bei Windows 7 das gleiche, gab es auch Windows 7 Tablets, aber Windows 7 war nicht fürs Tablet ausgerichtet. Wenn wir jetzt bei einem Windows 8 Tablet auf der rechten Seite nach rechts oder nach links swipen, dann kommt das Menü, was wir durch mit der Maus hier oben hingehen erreichen. Dann kommt dieses Menü und dann können wir sagen Einstellung, wir können sagen Start. Und wenn wir hier oben links hingehen, dann sehen wir die letzt geöffneten Apps, die noch laufen und wir können sagen Rechtsklick schließen. Natürlich hoffe ich, dass der Rechtsklick bei dem Tablet dann etwas anders gelöst ist. Nicht doppeltippen oder so, sondern wie beim Windows Phone einfach lange draufhalten. Und dann wird sich das von alleine lösen. So, jetzt möchte ich aber euch Windows 8 zeigen. Also, wir fangen an hier oben einmal mit Metro-Apps.
Also eigentlich nur Store, Maps, Kontakte, Xbox-Spiele. Das heißt, wir haben auch Spiele, Kalender, Nachrichten, Fotos, SkyDrive, Kamera, Mail, Remote Desktop. Wer jetzt meckert und sagt, hä, wie kann man denn Kamera auf dem Computer nutzen? Das geht. Nämlich, wenn man eine Webcam angeschlossen hat. Das kann ich euch kurz demonstrieren. Ich habe eine Webcam angeschlossen. Wenn ich sie jetzt mal auf den Desktop halte, dann seht ihr, und die App sich öffnet, dann seht ihr, ich kann hier komplett im Vollbildmodus ja, die Kamera benutzen und kann dann Fotos machen, und einen Videomodus kann ich ein Videomodus kann ich einschalten und so weiter und so fort. Ja, das ist jetzt zu hell für die Kamera, aber naja. So, wenn wir rausgehen wollen, drücken wir einfach Windows. Und die Kamera ist noch aktiv. Das liegt daran, da die App noch geöffnet ist. Ihr seht das hier. Da sieht man die App geöffnet. Und wir drücken einfach rechte Maustaste, schließen. Und dann hat sich das erledigt. Und die Kamera sollte nach 5 Sekunden ausgehen, da sie bemerkt, oh, ich brauche nicht mehr, ich werde nicht mehr gebraucht. Und dann hat sich das. Meine Kamera ist jetzt ausgegangen. Also von dem Licht her, was oben gestrahlt hat. So, das heißt, wir haben hier Musik, wir können hier Musik angucken. Das ist jetzt nur eine App-Review, das heißt, sie ist noch nicht fertig. Bei manchen Apps, die sind noch nicht fertig, bei Kalender ist sie, glaube ich, fertig. Und dann können wir hier unsere Musik angucken. Scrollen tun wir mit dem Scrollrad auf der Maus. Das wird natürlich beim Tablet dann sein, mit dem Tablet hier, also mit dem Finger über das Tablet streichen, und dann, ja, geht es vorwärts. Windows 8-Taste mal drücken, wieder zurück. So, jetzt haben wir Xbox-Spiele, da geht Xbox Live, das ist halt, da könnt ihr euch mit eurer Xbox-ID anmelden und könnt dann Xbox-Spiele runterladen. Store, da könnt ihr euch Apps runterladen, das ist keine Preview, die ist wirklich so. Natürlich wird sie sich noch verändern, aber das ist jetzt kein Preview. Und hier haben wir schon die ersten Apps. Die Entwickler müssen sich qualifizieren, bevor sie hereinkommen können. Und ja. Und dann könnt ihr euch schon so ein paar Test-Apps runterladen. Ja. Ich habe das schon gemacht, und zwar mit iCookbook. Und ich finde es ganz gut. Da kann man Kochbücher nachgucken und kann dann hier sehen, zum Beispiel, ja, man kann nicht scrollen, das ist ein bisschen blöd. Aber ich kann hier zum Beispiel sehen, 20 Minuten Chicken, nicht Chicken, und kann dann hier sehen, ne, wie viel Zeit es braucht, 20 Minuten, Difficult Beginner, ich kann heute kein Englisch, Rating. Und hier sieht man dann die Steps. Also, das ist schon cool. Und hier haben wir Mail. Da können wir leider noch keine Pop- oder IMAP-Mail anmelden, sondern wir können nur Google, Live und Yahoo war das, glaube ich. Und wenn wir hier rechts oben reingehen und sagen Einstellungen, dann haben wir die App-Einstellungen sozusagen. Und dann kann ich sagen Konten und kann da sehen Konto hinzufügen, und dann gibt es Exchange. Oh, Exchange. Also es gibt noch Hotmail, Google und Exchange. Das zu merken. Und dann kann ich auch eine Kritik schreiben, aber dazu komme ich später. Ja, dann gibt es Kalender. Und alle Apps, die ihr dann installiert, werden die hier dann aufgelistet. Also alle Desktop-Apps und alle normalen Apps. Wenn ihr sie nicht haben wollt hier drauf, dann sagt ihr einfach rechte Maustaste und vom Startmenü lösen. Ihr könnt es natürlich auch deinstallieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei so einer App klappt, aber ich denke schon. Dann wird sich die Systemsteuerung im Desktop öffnen und dann wird das klappen. Ja, wenn ihr so eine App deinstallieren wollt, einfach da drauf drücken. Ihr könnt auch mehrere Apps markieren und mit rechter Maustaste markiert ihr sie wieder, wenn sie markiert war. Hier können wir nun sagen, größer, deinstallieren oder vom Startmenü lösen. Wenn ich vom Startmenü lösen sage, dann ist es weg. Können wir aber gleich wiederholen. Wenn ich sage, deinstallieren, dann ist es ganz weg, dann wird es deinstalliert. Und wenn ich sage, größer, dann wird die App größer gemacht. Ich kann es auch sagen, kleiner. Zum Beispiel beim Wetter
kann ich einfach sagen, wo ist das Wetter da? Kann ich einfach sagen, kleiner. Und dann wird mir die Kachel ganz klein angezeigt. Auch kann ich sagen, Live-Kachel deaktivieren, dann wird mir das Wetter gar nicht mehr angezeigt. Und wird mir nur noch das Wetter-Symbol angezeigt. So, das war es erstmal vom Startmenü her und was für Apps drauf sind. Jetzt komme ich mal zu den kleinen Kniffen und Tricken. Also, wir haben, wenn wir jetzt mal auf den Desktop gehen, das ist die alte Weise, um euch das zu zeigen. Wir haben hier, wenn wir hier oben links hingehen, habe ich euch schon gezeigt, die zuletzt geöffneten Apps können sich schließen, indem ich rechte Maustaste schließen sage und dann sind sie weg. Ich kann natürlich auch die App öffnen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Desktop war und in der SkyDrive App und dann wieder zum Desktop hingehen möchte und hintereinander, dann kann ich einfach sagen nach oben und dann bin ich wieder im Desktop. Wenn ich sage, okay, ich will nicht mehr, ich will zu SkyDrive, ganz einfach. Das geht schneller als alles andere überhaupt. Natürlich habe ich die normalen Tastenkombinationen Alt Tab, dann habe ich die ganzen offenen Dinger, die ganzen offenen Apps oder sagen wir Fenster mit Apps. Und hier habe ich nur die ganzen offenen Apps. Das ist ein Unterschied. Durch ja unten in die Ecke gehen bekomme ich Startmenü. Rechts oben in die Ecke gehen bekomme ich die Einstellung Teilen suchen Start komme ich dahin. Was kriege ich noch? Geräte, da kann ich dann sagen, an was für Geräte ich senden will. Keine Ahnung, wofür das ist, da kann ich jetzt den zweiten Bildschirm sagen. Einstellungen, dort habe ich die Möglichkeit für die jeweilige App, die ich gerade geöffnet habe, Einstellungen vorzunehmen. Zum Beispiel kann ich jetzt Systemsteuerung öffnen. Ich kann das Ganze personalisieren, das heißt die Farbe hinten ändern, die E-Mail-Adresse ändern und so weiter. PC-Info bekomme ich die PC-Info und Hilfe bekomme ich nochmal eine Hilfe. Das hier ist bei jeder App gleich, das heißt, das wird alles ab hier wird alles gleich angezeigt und zwar habe ich hier Netzwerk, kann ich gucken, in welchem Netzwerk ich bin, kann ich auch das WLAN-Kennwort eingeben. Wenn ihr eins habt, dann kann ich die Lautstärke hier verändern, die Helligkeit, das funktioniert nur beim Laptop und beim Tablet. Benachrichtigung, dazu komme ich gleich. Ein und aus könnt ihr herunterfahren, neu starten, Ruhezustand, Energie sparen und dort könnt ihr das Keyboard einstellen. Da, bei weiteren PC-Einstellungen, da komme ich jetzt hin, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze anzupassen. Das heißt, ich kann den Sperrbildschirm, Windows L, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, auf jeden Fall wird das Ganze dann gesperrt und ihr habt hier so ein Screen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, ich glaube nicht. Ihr habt dann auf jeden Fall so ein Screen. Wie das dann hier so aussieht halt. Also ihr habt die Uhrzeit hier unten, dann das Datum und hier habt ihr dann noch die Möglichkeit, Sperrbildschirm-Apps auszuwählen. Das heißt, die mit Sperrbildschirm sozusagen was anzeigen können, zum Beispiel Mails oder Kalender oder Nachrichten oder sonst was. Startbildschirm, dort habt ihr die Möglichkeit, die Farbe zu ändern, Personalisierung zu machen. Ihr seht schon, hat sich was verändert. Ich nehme braun und dann habt ihr die Möglichkeit, die Muster zu verändern. Ich nehme jetzt mal das. Profilbild, dort könnt ihr euch ein Profilbild erstellen. Und das bin ich jetzt nicht. Sondern das habe ich einfach aus dem Internet kopiert und habe es da reingepackt. Ja. So, dann komme ich mal zum Benutzer. Dort könnt ihr unterschiedliche Benutzer einlegen, anlegen, nicht einlegen. Dort bei Benachrichtigung habt ihr die Möglichkeit, Push-Benachrichtigung zu aktivieren und zu deaktivieren. Das heißt, in der Nachrichten-App kann man euch über Facebook anschreiben oder über andere Social Networks, sozusagen MSN oder so. Und wenn man euch dann angeschrieben hat, dann wird euch hier oben ein Fähnchen angezeigt und dann steht da, keine Ahnung, dieser Benutzer hat dir was geschrieben und dann steht da die Nachricht, ihr könnt drauf tippen, die App öffnet sich und ihr könnt mit ihm schreiben. Das ist das, was bei Windows 8 anders ist. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut. Das heißt, ihr müsst nicht immer Facebook offen lassen,
sondern ihr habt einfach oben die, oder wenn ihr angeschrieben werdet, habt ihr einfach die Möglichkeit da oben. Ich bin jetzt sozusagen die ganze Zeit bei Facebook online, auch wenn ich nicht bei Facebook im Browser bin. Das ist gut. So, bei Suchen kann man die Apps durchsuchen oder die App suchen. Bei Teilen habt ihr die Möglichkeit, etwas zu teilen. Also wenn ihr jetzt auf dem Foto seid und ihr wollt das teilen, dann drückt ihr einfach nur auf, also geht hier oben rechts hin, sagt Teilen und dann wird euch hier die Mail angezeigt. Natürlich kann die PC-Einstellung jetzt nichts teilen. Bei Allgemein habt ihr so ein paar also ein paar Einstellungen. Sommerzeit anpassen, Appwechsel anpassen, Rechtschreibung anpassen. Hier könnt ihr euren PC auffrischen. Und die Originalstellung zurücksetzen. Das heißt, euer PC wird dann so ein bisschen repariert, aufgefrischt. Ihr müsst aber vorher die Windows 8 CD reinlegen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also wenn ihr einen PC, keine Ahnung, ein Jahr oder so benutzt habt und ihr merkt, der wird langsamer, dann könnt ihr mal sagen, PC auffrischen. Und der PC wird wieder aufgefrischt und sollte danach wieder halbwegs funktionieren. Datenschutz, dort habt ihr die Möglichkeit, Verwendung meines Namens Profilbild durch Apps zu lassen. Das heißt, die Apps können deinen Namen benutzen, tragen zur Verbesserung des Windows Stores bei und Verwendung meines Standortes. Bei Geräte habt ihr alle Geräte aufgelistet, die es an dem Computer gibt und könnt sie dann sozusagen entfernen, glaube ich, nee, bearbeiten oder entfernen. Erleichterte Bedienung hier, alle Elemente auf dem Bildschirm vergrößern, mit Hilfe der Tastaturnavigation durch Webseiten und Apps blättern und so weiter und so fort. So, Einstellungen synchronisieren. Das ist neu bei Windows 8 und das liebe ich bei Windows 8. Nehmen wir mal, angenommen, ihr habt zwei PCs oder angenommen, ihr habt ein PC zu Hause. So, ihr macht dort Windows 8 drauf. Oder ihr kauft den schon mit Windows 8. Jetzt habt ihr natürlich alle Einstellungen schon vorgenommen. Also Hintergrund, Profilbild, Desktop-Personalisierung, zum Beispiel erleichterte Bedienung, App-Einstellungen, Browser-Einstellungen, Verlauf und Lesezeichen und so weiter und so fort, Anmeldeinformationen. So. Jetzt. Wenn ihr sagt, ach, ich möchte eigentlich mal ein Tablet haben oder so, ihr kauft euch ein Windows 8 Tablet. Müsst ihr euch nur mit eurer Windows Live ID anmelden, vorausgesetzt, ihr habt eine beim Start von Windows 8 auf dem PC angegeben und sie wird auch verwendet. Müsst ihr die nur angeben beim Start des Tablets und habt sozusagen die ganzen Einstellungen, die ihr bei Windows 8 schon vorgenommen habt auf eurem PC, auf dem Tablet auch drauf. Und das finde ich das, was Windows 8 wirklich einzigartig macht und was Windows 8 zum, also halbwegs guten Betriebssystem macht. Natürlich ist es eine Umstellung, dass die Startmenü nicht mehr da ist, aber das ist, kann man mit der Synchronisierung, finde ich, verzeihen. Das heißt, ihr habt alles. Ihr habt alles drüben, bis auf natürlich die Apps und die Programme. Ansonsten alle Einstellungen und so habt ihr drüben. Und da ist auch der Punkt, wo ich am Anfang gesagt habe, da könnte Microsoft noch ein bisschen verbessern. Weil es könnte, man könnte ja auch. Hier werden sogar die Mauseinstellungen synchronisiert. Das heißt, ihr habt die Mauseinstellungen verändert und die werden dann zum anderen mit synchronisiert. Ihr habt Apps runtergeladen. Ich weiß nicht, ob das beim Windows Store schon so ist, dass wenn man zwei PCs hat, dass sich die Apps dann gegenseitig mit synchronisieren. Glaube ich nicht. Das könnte man so wie bei Apple machen. Ihr habt eine App runtergeladen auf eurem Windows-PC und habt sie dort immer noch. Das wird natürlich nach prüft, ob sie da immer noch ist und so weiter und so fort. So, jetzt kauft ihr euch ein Windows-Tablet und dann wird das da drauf synchronisiert, alle Einstellungen mit synchronisiert. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die App, die ihr auf dem Windows-PC auch habt, auch aufs Tablet macht? Sehr hoch. Und da würde ich Microsoft noch bitten, dass sie das machen, dass die Apps, die ihr auf dem Tablet habt, die ihr auf dem Windows-PC habt oder andersrum, auch auf das andere Windows-Betriebssystem drauf
synchronisiert werden sozusagen. Weil das fände ich noch cool. Natürlich muss man dann sagen können, möchtest du diese App synchronisieren? Und dann drücke ich ja oder nein, ja oder nein, ja oder nein. Das ist natürlich Vorsatz, weil es können ja nicht 1000 Apps, die ihr auf dem PC habt, auf dem PC habt ihr eine Terabyte Festplatte und auf dem Windows 8 Tablet habt ihr 16 GB, 32 GB. Und das geht natürlich nicht, aber ihr könnt ausgewählte Apps dann natürlich drauf synchronisieren. Das war das, woran ich Windows 8 liebe. Also im Moment jedenfalls noch. Heimnetzgruppen. Heimnetzgruppen wie immer. Windows Update. Dort habt ihr die Möglichkeit, Windows Update einzuspielen. Ich habe ja schon wieder zwei. Microsoft schickt jeden Tag, keine Ahnung, zwei raus oder so. Kann ich sagen, die installieren. Und dann wird die Installation vorbereitet, Updates werden installiert und dann sagt er mir gleich, starten Sie Windows 8 neu. Hier starten Sie den PC neu, um die Update-Installation abzuschließen. Das mache ich jetzt nicht, sondern ich gehe zurück. Und jetzt habe ich eins noch für euch, das ich euch unbedingt zeigen möchte. Und zwar habt ihr bei Windows 8 die Möglichkeit, von oben etwas anzufassen, nach unten zu ziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, ich denke schon. Ich tue es nach links. Und dann drücke ich Windows und dann drücke ich zum Beispiel in Windows Explorer Wetter. So, und jetzt habt ihr den Desktop und die Wetter-App nebeneinander. Ich kann natürlich jetzt, ja, try again. Ah, jetzt. Ich kann natürlich auch das Ganze andersrum machen. Ich könnte jetzt die Wetter-App nach rechts verlagern und dort habt ihr dann so eine schmale Ansicht. Und wir haben dann hier den Desktop in voller Größe sozusagen. Und das ist auch was Cooles. Ich kann natürlich wieder runterklappen und sagen, ich möchte das tauschen, ich möchte Windows rechts haben und wie Wetter links. Ja. Was noch nicht geht, ist drei Apps nebeneinander. Aber ich glaube, das wird auch nicht kommen, weil wofür braucht man das? Aber zwei, um was zu vergleichen. Ne? Naja, gut. Mal, wenn ich jetzt rechts mache. Nee, das ändert sich. Also wenn, müsste das schon so bleiben. Aber das kann man ja auf dem Desktop kann man das ja sozusagen machen, dass man dann rechts andockt und den links andockt. Wenn das jetzt nicht geht mit den zwei Bildschirmen, ist mir das egal, geht nicht. Auch egal. Kann man halt dann hier rechts andocken, aber das seht ihr jetzt nicht. Naja, wurscht. Und das ist auch cool, finde ich. So, ich glaube, ich habe genug geredet. Wir sind jetzt bei 22 Minuten, 23 Minuten und ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick von Windows 8 bekommen und gesehen, dass das gar nicht so wirklich schlimm ist. Natürlich ist es kleine Umstellung, aber ich wette jetzt mal mit euch, wenn ihr euch damit 2 Wochen damit beschäftigt oder damit konsequent arbeitet. Natürlich ist es für Firmen und Programmierer oder Arbeiter jetzt nicht geeignet, aber für zu Hause. Für zu Hause, PCs ist es geeignet. Wenn ihr euch da mit 2 Wochen jetzt vollkommen auseinandersetzt, ihr macht nichts anderes mehr als mit Windows 8, dann könnt ihr genauso schnell arbeiten oder schneller arbeiten als mit Windows 7. Das war mein letztes Wort und ja, probiert es einfach mal aus. Link ist in der Beschreibung zur Consumer Preview. Ihr könnt das in der VMware 8 installieren. Auf eurem normalen PC, das würde ich aber nicht raten. Oder auf VirtualBox, wo es aber ein paar Probleme dann geben wird mit der Geschwindigkeit und so. Also am besten ist mit VMware die 30 Tage Testversion runterladen oder den VMware Player nehmen. Der ist kostenlos und für immer erhältlich oder für immer benutzbar. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Manims Tutorial.